Ja, ich bin ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Oder warte mal. Nee, Moment, wo, was ist hier denn hier? Ja, jetzt habe ich einen Ohrwurm von Thor, von die Ärzte. Ach, guck mal, ja, es kann manchmal so einfach sein. Ich hatte gedacht, das wäre wieder der eine Bereich gewesen, aber nö. Aha. Nicht im Ernst. What? Das ist ein Secret? Das ist ein goldener Schlüssel, den ich eingesammelt habe. Das ist doch mehr als ein Secret. Kann mir doch keiner erzählen. Was ist das denn? Nee. Die meinen doch eben. Nee. Das ist doch nicht wahr. Ich verweigere mich fast schon. Ich möchte das gar nicht haben. Das ist. Nee. Also. Was denn hier? Guck mal denn da hin. Und warum springst du denn manchmal nicht, Frau? Ich drücke doch. Ja und nein. Ja und nein. Neulich im Kinotor gesehen. Nee, ich habe das Geräusch nicht gemacht. Das kann man mir nämlich nicht mehr trauen. Ich kann das nämlich auch machen. Oh, das war die falsche Taste. Das ist es. Eine schöne Verzierung auf den Blöcken drauf. Einmal ein Bier ist auch super. Vor allem ist das, das wollte er ja, ne, das hat er in den Interviews gesagt, der Bela, das wollte er ja unter 2 Minuten kriegen, auf jeden Fall. Und ich mag den Text und auch das Gitarrenriff finde ich cool. Das hat teilweise so eine leichte Melancholie drin und sowas, aber halt schon verspielt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. 2 Schlüssel? Ich habe 0. Ist jetzt nicht so gut, glaube ich. Soll das so? Ich habe doch 0, oder? Ich habe den Ski. Ja. Ein Teil des Skions habe ich, aber das war es auch. Ach, guck mal, alles klar. Ach, ich konnte. Ah, ja, genau. Ich kann den Block hier immer auf die Plattform schieben, dann öffnet sich immer eine Tür. So läuft das genau. Was ist das denn hier oben eigentlich? Achso, ist einfach nur. Ich dachte, das wäre irgendein Tier oder was, was da abgebildet wäre. Ein Bier. Etwas anderes willst du nicht. Ein Bier. Vor allem. Das ist ja auch so geil, ne, dass dann Farin als bekennender Anti-Alkoholiker ein frisch gezapftes Bier vom Fass singen durfte. Also schön. Aha. Ja, ich muss da noch mal, ne? Obwohl, den muss ich eigentlich nicht. Ich kann auch hier oben rum. Oder? Doch, ich kann auch hier oben rum. Blöcke. Ja, ne. Ein Block. Ich und mein Block. Badin, din, bam. Nein, 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 tabu. Eigentlich ein Schritt zu weit gegangen. Nein. Ich, Tipp, mehr speichern. Ja. Normalerweise mache ich das ja auch immer sehr ausgiebig, aber irgendwie. Ich weiß nicht, unterbewusst versuche ich dann das dann doch immer ein bisschen zu minimieren, damit es nicht ausartet, aber es ist einfach bei den alten Tomb Raider-Teilen so, es man besser einmal zu viel als einmal zu wenig speichern. Es ist halt einfach so. Laber ich jetzt groß und mach's doch nicht. Badim, dim, bam. Badim, dim, bam. Irgendwann mache ich da nochmal einen Song drauf auf den Beat. Schön Körper gegen die Wand. Hi, Kroko. So. Och nö, muss ich jetzt die Elefanten, wollte ich gerade sagen. Die Affen auch wieder killen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Ja, schauen wir mal. Ein frisch gezapftes Bier vom Fass. Nee, nicht nach hinten, Lara. Nach vorne.
Moment mal. Ja, ja. Ich muss die Affen. Dann machen wir das mal. Wobei, weißt du was? Obwohl, nö, für euch, nee, nee. Ich möchte eigentlich nichts vergeuden, wenn ich ehrlich bin. Na komm. Na komm, gleich haben wir's. So, ich hoffe, euch ist nicht schwindelig geworden. Ich höre dich dann jetzt erstmal als Podcast weiter. Ich will noch auf 500 Kalorien kommen, die ich dann noch über habe. Ja, mach mal, auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Wie machst du das denn, Rika? So, ich hätte den Schalter erst betätigen müssen, ne? Also machst du irgendwie was Sportliches auch momentan oder ist das rein ernährungsmäßig, was du jetzt momentan so machst? Und was isst du genau und alles erzählbar, wenn du möchtest? Was ist dein Geheimtipp? Huch. Da war ich schon wieder zu früh losgelaufen. Ein frisch gezapftes Bier. Jetzt habe ich eine echte. Danke für den Ohrwurm, Rick. Dankeschön. Es ist auch einfach so ein schönes Album, Mann. Es ist einfach schön. Ich glaube, ich sollte dich mal wieder ans Speichern erinnern. Gämte von Anfang an nicht so viel wiegen. Das ist richtig. Ja, habe ich auch nicht. Also, das kann man von mir jetzt auch zum Beispiel nicht behaupten. Ich habe bis vor 10, 9 Jahren habe ich so, weiß ich nicht, so 63, 65 Kilo gewogen, zum Beispiel. Also da, das ist von Anfang an, früher war ich immer dünn. Ich war immer so ein Spargel-Tarzan, wie man das gerne mal sagt. Also von daher, das Problem hatte ich eigentlich nie. Aber irgendwann ist dann, ja, ne. Machst du nix. Ist nur die Ernährung mit einigen Spaziergängen und Essen tue ich alles mögliche. Hauptsache, ich komme nicht über die Kalorienanzahl, die ich zum Abnehmen brauche. Wie hast du die denn ermittelt? Oder hast du dich einfach nach Alter irgendwie BMI oder wie auch immer gerichtet? Abnehmen mit Tomb Raider. Herzlich willkommen. Ich habe konstant meine 80 Kilo. Mache aber auch Sport nebenbei. Ja, Sport hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf, tatsächlich. Aber da. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt erstmal das hier zeitlich überhaupt vereinbaren kann mit meinen Aktivitäten, die ich sonst so mache. Die Streamtage und sowas. Aber mal gucken. Also. Wenn demnächst noch mal ein paar Veränderungen in meinem Leben eingetreten sind in absehbarer Zeit, dann ist das vielleicht auch dann eher schon mal einfach möglich, dass ich das mache. Ich nehme ich. Und ich nehme dich. Zwei Schuss, obwohl ich lass mal lieber draußen. Oh, okay. Welche Veränderungen beruflicher Natur, ich sag's mal so, von einem Status in den anderen? In der App, die ich benutze, habe ich mein Alter, Gewicht und meine nicht vorhandene Tätigkeit angegeben. Dann noch, dass ich circa 1 Kilo pro Woche abnehmen will. Ah, man kann auch sein Ziel angeben, okay, cool.
Kannst du mir den Namen der App nochmal schicken oder schreiben oder wie auch immer? Das, bist du zufrieden mit der App? Also kann man da, klingt ja so eigentlich, dass sie ganz, ganz gut wäre. Schaden wird es auf jeden Fall nicht, denke ich. Ist doch cool. Das freut mich doch immer. Wobei ich sagen muss, aber das weiß sie ja, ne? Ich mag dich so, wie du bist. Und das ist auch so, du. Das ist echt, also, das ist eigentlich ein netter Bereich hier, muss man sagen. Also, man kriegt relativ viel geschenkt. Die ist, ach, da hatten wir doch, ja, stimmt, da hatten wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, ne? Kann das sein? Jetzt kommt mir der Name wieder bekannt vor, ja, ja. Ein Bier, ich krieg das Lied jetzt nicht mehr aus dem Ohr, Mann. Ein Bier, ein Bier. Wobei ich gestern auch so ein bisschen Ohrwurm hatte von Fexo Sigol. Ich dachte, da wäre eine zerbrechliche Plattform gerade gewesen. Bam. Moment. Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit meinem Soundboard? Ist auf einmal weggegangen. Schön. Und Woodburger. Vor allem das Interessante bei Woodburger ist ja, ich meine, klar, der Text ist lustig und alles, aber was ich bei Woodburger auch echt cool finde, ist das Instrumental, so das Arrangement. Also auch der, wo es dann in den Chorus geht, ne, wo es alles so ein bisschen gechillter wird und sowas. Das sind richtig schöne Melodien, die da teilweise gespielt werden. Und am Ende hat man noch so einen Frank Zappa Einschub da drin. Voll geil. Also, und ich finde, das sind so Momente, da merkt man auch wirklich, dass sie halt versucht haben, auf dem Album musischer zu klingen oder musikalischer in dem Sinne, dass man auch nicht nur auf die Texte achten muss und dass die Songs auch sehr, sehr gut ohne funktionieren. Du hast zwei Schüsse ausgehalten, du Ratte. Ist doch nicht mal ein Schimpfwort in dem Fall. Ah. Nur die getrackten verbrannten Kalorien für Spaziergänge scheinen mir etwas ungenau, weil mir meine Uhr bei gleicher Dauer deutlich weniger anzeigt. Okay. Ja, das wird ja, soweit ich weiß, wird das ja getrackt, also dass der Sensor quasi merkt, dass du dich bewegst, ne? Also dass du dass das Bein nach vorne und nach hinten oder dass der Körper halt so in Bewegung ist, ne? Das, daran wird das ja, glaube ich, auch so ein bisschen gemessen und wahrscheinlich auch anhand von GPS, ich weiß es nicht. Wahlweise, falls man das aktiviert. Und vielleicht könnte das sogar sein, dass, wenn du das an der Hand hast, dass du den Arm ein bisschen mehr sogar noch beim Laufen bewegst als das Bein. Also so von der Schnelligkeit vielleicht her oder so. So könnte ich, also so würde ich mir das jetzt zumindest spontan vielleicht irgendwie herleiten. Kann aber auch totaler Blödsinn sein. Also das war jetzt nur so mein spontaner Gedanke, woran es lief. Vielleicht liegen könnte. Auf jeden Fall interessant, ja. Das war knapp, Leute. Ein Bier. Vor allem haben die mein schönes Mini-Pack heile gelassen. Schade gewesen, wenn es kaputt gegangen wäre. Aber das interessiert mich jetzt nochmal. Kann man hier irgendwie noch was machen? Das wäre nämlich sonst auch ein cooles Versteck gewesen. Dann nehme ich dann lieber den geringeren Wert, um auf jeden Fall sicher zu sein, dass da für mich keine negative Schummelei passiert. Mann, ich wollte schon Clip drücken. Ich wollte schon auf Clip drücken. Ach so, schöne Falle. Ja, vielleicht kriegst du ja noch die ein oder andere Gelegenheit, Starkiller. Ja, auf jeden Fall schöne Falle. Das hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz kommen sehen. Das haben sie schön gemacht. Wie so viele Sachen in diesem Spiel und in den ganzen alten Tomb Raider-Spielen, also. Ich muss gestehen, mir graust schon so ein bisschen vor Tomb Raider 3, wenn das irgendwann kommt. Also ich werde auf jeden Fall, ich werde halt die PC-Version sowieso spielen. Da habe ich das große Problem, was die PlayStation-Version hat, nicht unbedingt. Mit den Speicherkristallen und so.
Weil die ja da diese Energiekristalle im Prinzip sind, ne? So Sims, die ganze... Wie bei den Sims sehen die aus. Das ist wahrscheinlich das Levelende, ne? Kann das sein? Nein, 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 da war ein Secret. Ich komme da nicht mehr hoch, ne? Scheiße. Nee, Leute, da will ich... Nee, nee, scheiße. Vor allem habe ich das nicht gespeichert, ne? Kann das sein? Ich habe es gerade eben gespeichert. Seht ihr? Daran kann man mal gut sehen, dass wenn ich irgendwie was am Erzählen bin, dass ich das teilweise automatisch mache sogar. Und das gar nicht mal so richtig realisiere, dass ich gerade gespeichert habe. Achso, warte mal. Hä? Was war das denn? Irgendwo hing so fest. Da war eine andere Rutsche, aber auch ein Sekret. Ja, das, also ich habe links unten ist so ein kleiner Weg. Die Frage ist nur, wie man da hinkommt. Kamera? Ah, hallo. Boah. Okay, das ist ein bisschen ungünstig hier mit der Kamera. Wie komme ich da hin? Ist die Frage. Ich kann ja, wenn ich rutsche, kann ich ja nicht springen. Ich versuch's mal erstmal hier. Was hier? Da oben war ein Schalter, kann das sein? Mhm. Hier ist. War hier ein Schalter? Nee, ich dachte gerade schon, das wäre so eine. Ich lande immer. Ja, schön. Cool. Vielleicht nicht so, wie man es machen soll, falls es den einen Weg überhaupt gibt. Ist ja immer so eine Streitfrage, ob es den einen richtigen Weg immer gibt, aber ja. Oh. Ich glaube, ich weiß schon. Ist das mit Schnellspringaktion, kann das sein? Nein, Lara! Dieses Aufraffen müssen immer. Ach, Mist. Aber ich glaube, so funktioniert das. Ja, ja. Ist denn hier unten eigentlich irgendwas, wenn ich gerade mal hier bin? Nö, ne? Ach, der Kompass. Was ist denn mit dem Kompass? Bäm, Schreck. Und auf einmal Stille. Dieses Hinknien immer. Und dann braucht sie wieder 3000 Jahre, um aufzustehen. Frau. Na, es können auch Männer. So ist es nicht. Du kannst doch beim Rutschen springen. Ja, ja, aber ne, wo man dann immer landet, ist halt die Frage, weil hier bei den ganzen Schrägen und so nicht, dass man da irgendwie komplett abrutscht. Ach, scheiße. Entschuldigung. Dadurch, dass ich so auf die Zahlen achte, kann ich mir auch echt ganz gut das Langeweile-Futtern verkneifen. Immer aus dem Stand springen. Ja, aber aus dem Stand ist doch viel zu langsam, oder nicht? Ja, das war wieder... Ach, ja, ja. Da, das ist halt das Problem. Ich springe dann... Bei dem letzten springe ich zu weit. Das ist also im Prinzip, ne? Das ist halt das... Bisschen blöd, aber das kriegen wir hin.
Ist jetzt nicht alles nicht so das Problem. So, guck mal hier. So muss das. Sehr schön.